Hallihallo, ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich endlich mit euch die wirklich längst versprochene Sockendeko herstellen oder vielmehr kreieren. Und zwar handelt es sich tatsächlich einfach nur um eine wunderschöne Hyazinthenpflanze. Die ist noch in ihrem Töpfchen drin und da wird sie auch drin bleiben. Also ich belasse es in einem Töpfchen. Dann habe ich mir ein Glas ausgesucht, in dem der Topf wunderbar auch hineinpasst. Das müsst ihr natürlich vorher austesten. Es muss auch kein Deko-Glas sein. Das ist jetzt hier ein Deko-Glas, aber ihr könnt natürlich auch ein Getränkeglas nutzen oder ein Windlichtglas. Ganz das, was ihr da habt. Und was ihr natürlich braucht für eine Sockendeko, sind Socken. Also das sind jetzt hier meine Wollsocken und ich habe mich auch für die Farbe Grau entschieden. Aber es gibt ja wirklich Wollsocken in jeglichen tollen Farben. Rosa, wer mag, oder weiß, was auch immer. Also was ihr da habt, vielleicht habt ihr ja sogar auch ein paar Socken, wo ein Löchlein drin ist oder ja, wie auch immer. Dann bietet sich das eh an, diese Deko zu machen. So, nun legen wir auch einfach mal los. Ich kürze meinen Socken kurz über dem Hacken, schneide ich das ab. Und das habe ich vorher natürlich an dem anderen Glas auch schon einmal ausprobiert, wie lang ungefähr das sein muss. Und wir krempeln das ja sowieso noch um. Das ist auch eine Deko, die ist so fix gemacht. Also wirklich ruckzuck hat man die fertig. Eine wirklich schnelle Deko für den Tisch, wenn man Kaffeegäste zu Ostern erwartet oder auch im Sommer. Also ich finde, das ist definitiv ja nicht nur eine österliche Deko, eine winterliche Deko, eine Frühjahrsdeko, also auch im Ostern, auch in der Sommerzeit mit einem schönen Gras oder mit Gräsern. So, jetzt habe ich das einmal umgekrempelt. Schiebe es ein ganz kleines Tickchen wieder nach oben. Und jetzt kann ich auch schon meinen Hyazinthentopf hineingeben. Und wie gesagt, ich habe das vorher auch ausprobiert, ob er gut hineinpasst, dass er gut hineinpasst. So, jetzt habe ich hier ein kleines Stückchen Band. Das ist so ein kleines Filzband. Das wickle ich einfach noch rum, ist aber kein Muss. Also es dient weder der Stabilität noch irgendetwas, sondern einfach nur dem Aussehen. Ihr könnt das auch, statt dass ihr das einmal umkrempelt, könnt ihr das natürlich auch runterrollen. Also da könnt ihr schauen, wie ihr es geschmacklich mögt. So, jetzt versuche ich hier eine Schleife. Und wie es manchmal so ist, wenn man eine schöne Schleife haben möchte, es ist schwierig, eine schöne Schleife hinzubekommen. Aber mit der Schleife hier bin ich so eigentlich ganz zufrieden. Aber das kann ich mir ja im Anschluss immer noch ein bisschen zurechtzupfeln. Jetzt habe ich hier ein ganz, ganz kleines bisschen Moos. Und ihr benötigt tatsächlich auch nur wirklich einen Hauch von Moos. Damit möchte ich einfach nur so ein bisschen die Erde verschwinden lassen. Und ich finde, es sieht auch wirklich viel, viel netter, viel, viel schöner aus, wenn da ein Hauch von Moos drüber ist. Wenn das ein bisschen im Moos gebettet ist. Das ist glatt so viel. Ein bisschen weniger. Und ein ganz kleines bisschen. Hier hinten. So. Wer jetzt kein echtes Moos zur Verfügung hat, kann auch Kunstmoos nutzen. Oder jetzt zur Osterzeit vielleicht auch ein bisschen Heu. Kaninchenheu. Das geht natürlich auch. So, und wir sind eigentlich somit auch schon fast fertig. Ich habe jetzt nur noch ein paar kleine Accessoires, die ich mit einbringen möchte. Ich habe hier einen kleinen Ast und ich nehme an, der wird allein so nicht halten, genau. Ich nutze einfach ein ganz, ganz kleines bisschen Draht und wickel das herum und nutze das dann,
als Befestigungsstab. Wer hat, kann auch eine Krampe nehmen. Auch dieses kleine Ästchen ist jetzt kein Muss. Ihr könnt natürlich hineinschmücken, was ihr da habt und was ihr mögt. Ich fand das jetzt mit dem Ast eine kleine Abwechslung. So, nun hält das auch schon. Dann habe ich mich entschieden, tatsächlich nur eine kleine Feder oder eine Feder einzubringen. Und ich habe mir hier Zahnstocher bereitgelegt, zwei Zwiebelchen, und die Deko ist fertig. So kann man sich das jetzt natürlich schon auf seinen Tisch stellen. Ich finde das ganz hübsch. Das ist hier so ein Hyazinthenduo, würde ich das glatt mal bezeichnen. Ich werde es mir ein wenig auf einem Tablett anrichten. Ui! Das müsste ich dann, glaube ich, doch auch noch mal mit einem bisschen Draht versehen. So, ich mache hier mal ein bisschen Platz. Dann habe ich mehr Platz für mein wunderschönes Tablett. Und heute Morgen beim Spazierengehen habe ich doch diesen tollen Ast gefunden, der so richtig schön mit Moos bewachsen ist. Also ich mag das ja. Und es ist immer noch Zeit, sich abends mal irgendwie ein kleines Lichtlein anzumachen. Und jetzt könnte ich da einfach noch zwei, drei Wachteleier reinlegen. Und fertig ist die Deko. Und wie ihr seht, mehr bedarf es gar nicht. Auch die Wachteleier sind kein Muss. Aber auf dass das Tablett nicht ganz so leer ausschaut, habe ich mich schon dafür entschieden. Und wie ihr seht, schon ist es fertig. Also es geht wirklich ruckzuck, eine stimmungsvolle Dekoration herzustellen. Und oftmals benötigt man auch gar nicht viel Mittel. Also das war ja jetzt wirklich nicht viel an Zubehör. Und ich finde, das macht doch so viel her, sieht so schön aus. Wenn es euch gefällt, viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude damit und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei. Ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.